Hallo. Geht doch. So. Dankeschön. Springt. Nein. Hallo? Irgendwie will Chantal eh gerade nicht mehr. Vielleicht hat sie genug davon, sich in irgendwelche Tiere zu verwandeln. Da geht's nicht rein. Okay, das ist seltsam. Na gut, dann machen wir das einfach von hier. Elefantenpower. Wie war der Tanz noch? Unten. Unten, sagte ich. Links. So, wunderbar. Wir sind ein Elefant. Wir können nur auf einem Bein am Rand balancieren. Das hindert uns nicht, hier durchzugehen. Und. Aha, sie laufen weg vor uns. Weil wir sind ein mächtiger Elefant. Wir können damit auch endlich Gegner besiegen, nicht so wie mit dem Affen. Hey, I found a Warp Squid. I bet. It misses its mommy. Ja, wir haben schon zwei Warp Squids. Vielleicht finden wir ja noch diesmal alle vier hier drin. Das wäre ziemlich cool. Dann könnte ich nämlich direkt für Oasis Town den Warp Squid aktivieren. Und müsste nicht mehr hier hinlaufen, sondern könnte mich einfach teleportieren, hoffentlich. Also ich nehme mal an, dass das die Funktion der Warp Squids ist. Wäre ja sinnvoll. Also würde Sinn machen. Affenpower! Whee! Klettern wir mal wieder hier hoch. Hüpf, hüpf, hüpf. Beeil dich, Shantae. Die Welt geht sonst unter. Ich bin mal gespannt, was hier für Bossgegner auf uns wartet. Vielleicht einer, der auch mal die Elefantenform braucht, dass man ihn besiegt. Ja, sorry Leute, ich wurde gerade gestört. Das ist nun mal so, wenn man nicht alleine wohnt. Tja, kann man nichts dran ändern. Ich werde es rausschneiden. Oder ich habe es rausgeschnitten, wenn ihr das hier seht. Ich mag die Dinger nicht. Nein. Toll, der hat mich natürlich direkt getroffen. So, kann ich dich mit meinem... Wow. Hoho. Geil. Die Steingolems haben keine Chance mehr gegen Elefanten, Chantae. Weh. Ist es denn noch eine Beleidigung, wenn man sie als Elefanten bezeichnet? Wobei sie ja alles andere als ein Elefant ist. Und ich wurde direkt noch einmal gestört. Schön. So. Jetzt bin ich vollkommen aus dem Konzept raus. So. Was muss ich jetzt hier machen, außer komische Magnete? Hä? Was bist du? Was zum... Ah! Hilfe. Du hast... Getötet, so. Hey, der hat uns das Herz gedroppt. Und wir haben noch einen Schlüssel bekommen. Wo können wir den jetzt verwenden? Ah, vielleicht muss ich unten links lang. Denn da war ja noch eine Elefantenstatue und da kam ich vorher nicht weiter. Na, kriegt. Hallo, kriegt doch, Chantae. Geht doch. So. So, gehen wir einfach hier durch. Hier war ja nichts weiter. Und hier war auch nichts weiter. Ich möchte noch mal kurz ganz oben gucken, was da rechts war. Ob da... Nein, da war nichts. Okay, dann gehen wir wieder runter. Und dieses Mal ganz nach unten. Dum, di-dum, di-dum. Das heißt, ganz nach unten rechts hatten wir schon erforscht. Da haben wir den ersten Schlüssel bekommen. Oder, nee, Moment. Auf jeden Fall haben wir da bekommen, was wir wollten. Aber hier links waren wir noch nicht. Beziehungsweise wir waren nur so weit, bis wir zu der Lava hier gekommen sind. Dann verwandle ich mich mal wieder in einen Elefant. Unter und links. Und ich vermute mal, wenn ich die Elefantenstatue ramme, fallen die Dinger runter und ich kann draufspringen, jawohl. Aber das mache ich nicht als Elefant. Damit habe ich zu wenig Sprungkraft für meinen Geschmack. Hüpf und hüpf und hüpf, bloß nicht in die Lava fallen. Das bedeutet sofortiger Todstand. Hey, da ist noch ein Mobsquid. Möchte ich haben. Aber da komme ich von hier unten nicht dran. Was irgendwie ein bisschen doof ist, weil da komme ich zwar mit dem Affen hoch an das hier. Aber dann komme ich nicht zum Mobsquid. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Vielleicht können wir uns von oben irgendwo runterfallen lassen. Und hier brauchen wir den Schlüssel. Wunderbar. Gehen wir mal runter. Und holen den Aufzug. Und fahren noch weiter in die Tiefe. Wow, wie tief geht denn das hier runter? Dum-dum-dum. Oh, okay, so tief geht's gar nicht runter. Aber wir sind schon so tief, dass hier Lava ist. Ich mache mir irgendwie ein wenig Sorgen darüber. Wir brauchen einen Schlüssel. Hä? Habe ich irgendwas verpasst, wo ich noch lang gehen konnte? Ich bin irgendwie gerade verwirrt. Hä? Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Na gut, aber ich habe jetzt so viele Videoaufnahmen. Ich denke, ich werde einfach aus dem Labyrinth rausgehen oder ich werde sterben, dann bin ich automatisch aus dem Labyrinth draußen. Und denn der Fortschritt bleibt ja gespeichert. Ich habe beide Warp Squids noch.
Ich habe alle Edelsteine, alle die Form noch vom Elefanten. Deswegen continue. Und dann speichere ich direkt mal hier bei dem Mann. Hallo Shantae, würdest du denn bla bla bla, würdest du gerne speichern? Ja, möchte ich. Und dann mache ich mir hier mal einen Schnitt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.